Am Montag beginnt die Eventwoche 9. Heute erfahrt ihr im Video alle Infos dazu, welche Saurier ihr fangen könnt und was es noch sonst so Neues gibt, auch bezüglich gesponserter Supply Drops. Diese Woche könnt ihr wieder 1200 Dollar Ingame-Währung für das Spiel Jurassic World Live gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Einfach den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine wichtige Info mehr von mir verpasst. Einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Nächste Woche erfahrt ihr, wer gewonnen hat. Viel Erfolg euch allen. Ja, auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Einschalten und ihr habt es gerade gehört, genau, Eventwoche 9 nächste Woche am Start und ich habe alle Infos dazu, welche Saurier auftreten werden und wir werden uns dann nächste Woche auch nochmal anschauen, auf welche ihr besonders Acht geben müsst. Damit soll es heute im Video losgehen. Hintergrund seht ihr etwas Gameplay und zwar war ich erstmal traurig. Meine Parkstops, also diese Special Event Drops, sind weg. Ja, ich kann euch auch mal jetzt die Screenshots eigentlich parallel nach und nach einblenden. Sie sind alle weg. Alle die, wo ich am schnellsten dran kam und ich sag mal, die auch gut in der Route lagen, dass man da vernünftig herfahren konnte, sie sind komplett weg. Warum auch immer. Ich habe jedenfalls jetzt einen neuen Park, auch relativ nah gefunden. Da sind sogar drei Stops auf einem Feld, also passt soweit. Das seht ihr auch im Gameplay. Hat mich echt gefreut, dass ich den entdeckt habe. Und ja, zur Eventwoche 9. Nächste Woche natürlich. Insgesamt wieder 7 verschiedene Saurier. Montag und Dienstag geht's los mit 2 gewöhnlichen Sauriern. Ihr werdet 24 Versuche haben, den Ophiakodon und Dimetrodon Gen 2 zu fangen. Ophiakodon könnte jetzt auf jeden Fall interessant sein für den Hybriden, den man daraus bilden kann. Der ist, denke ich mal, gerade für einen Spieler, der frisch anfängt, nicht so schlecht. Ja, weil Ophiakodon taucht oder ist bisher zumindest häufig aufgetaucht. Ob das noch so der Fall ist, bin ich mir nicht sicher. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass man den da bekommen kann. Dann, Mittwoch geht es weiter. Man hat 5 Versuche für den seltenen Giraffa-Titan. Finde ich ganz cool. Ich habe den noch nicht, der stand aber jetzt schon ein, zwei Mal in der Nähe. Da könnt ihr den auf jeden Fall freischalten, habt einen neuen Saurier. Falls ihr das noch nicht habt, richtig gute Aktion. Rechts daneben ist Sonntag, da kommen wir gleich zu. Jetzt nicht verwirrt sein, ich muss das aufgrund der Reihenfolge jetzt... Konnte ich nicht komplett von oben nach unten durchmachen, sondern jetzt geht es unten drunter weiter mit Donnerstag, Freitag und Samstag. Da habt ihr insgesamt 9 Versuche. 9 Versuche, ihr wisst, 3 seltene, 3 epische Saurier, sorry. 3 epische Saurier, die ihr da fangen könnt. Und da freue ich mich richtig drauf. Zum einen könnt ihr den Secodontosaurus fangen. Den habe ich selbst noch nicht freigeschaltet. Da fehlen mir, glaube ich, nur noch ganz wenige DNA, ich schaue gerade mal genau, da fehlen mir 19 DNA, also den werde ich auf jeden Fall freischalten können. Dann Uranosaurus, den habe ich schon recht hoch. Ist gar nicht so schlecht nach dem Update. Aber ich würde da den Monolophosaurus bevorzugen, weil den braucht ihr definitiv, ich glaube sogar für 2 Hybride. Und da könnt ihr da ordentlich DNA sammeln und da euch weiterbringen. Genaueres dazu wird es aber sicherlich nochmal ein Video geben von mir. Genau, es gibt da 2 Kreuzungen, es ist der Monostegotops und der Monomimus. Kommen wir aber dann, denke ich, noch zu. Und Sonntag, der letzte Tag der Woche, ist der Spinotaraptor mit insgesamt 3 Versuchen dran. Den finde ich richtig gut, weil ich meine, ich bin jetzt da noch nichts Falsches sagen, aber der Spinotaraptor ist meiner Meinung nach doch ziemlich gut geworden nach dem Update. Zumindest hatte ich vielleicht doch einfach die falschen Saurier gegen ihn in der Arena, weil der hat mich echt schon Nerven gekostet seit dem Update, das muss ich so sagen. Aber genaueres werdet ihr dann noch erfahren und auch natürlich, welche Saurier ihr spielen solltet. Da gibt es garantiert auch noch ein Video zu. So viel erstmal dazu. Dann gibt es noch 2, 3 Neuigkeiten. Und zwar kam ja gestern ein Hotfix raus. Und falls ihr euch fragt, was das so behoben hat, der hat ein paar Fehler behoben. Und zwar lese ich euch das mal kurz vor. New Hybrids could not be created before encountering them in wild. Also das heißt einfach, ihr konntet die Hybride, ich hatte genau das gleiche Problem, nicht erstellen, bevor ihr sie nicht in der Wildnis einmal gefangen habt. Fand ich gar nicht so schlecht, dann hat man es nicht so leicht. Aber jetzt soll das wohl wieder ohne gehen. Dann war es wohl nicht möglich für manche gegen Freunde in der Arena zu kämpfen. Das sollte jetzt behoben sein. Und dann gab es so ein blinkendes weißes Licht, wenn man
in der Drohnensequenz war. Das war insofern für Epileptiker anscheinend auch gefährlich und sie hatten auch einen Hinweis geschrieben: Hier, wenn ihr epileptische Probleme habt, spielt das Spiel momentan nicht, bis wir einen Hotfix drauf haben, wir sagen euch Bescheid. Und was ganz wichtig war, was ich auch so hatte: Cloak, also diese Unsichtbarkeitsattacke vom Indominus Rex, hat den Schaden nicht verdoppelt. Da gab es wohl einen Fehler, es hat nicht immer geklappt und das ist wohl jetzt besser geworden und noch verschiedene Textänderungen bzw. Fehlerbehebungen bei den Textanzeigen. Dann noch eine wichtige Info und zwar gibt es in der Arena, ich blende es euch ein, da seht ihr es, epische Sumpfamphibien, die ihr fangen könnt. Gorgosuchus ist das Hauptwappentier, nenne ich es jetzt mal. Da könnt ihr wieder für den üblichen Preis auf Level 10 für 3340, hier seht ihr es, $3340 einen epischen Brutkasten kaufen, noch 2 Tage und ein paar Stunden. 265 epische DNA garantiert, 453 DNA von seltenen Saurien garantiert und 5000 gewöhnliche DNA und dazu 10.000 Münzen. Darin könnt ihr potenziell die folgenden Saurier bekommen. Und zwar wird das auch von MetaHub wieder herausgefunden. Und zwar ist das der Gorgosuchus, natürlich der Postimetron, Carposuchus, Postosuchus, Colasuchus, Colasuchus Gen 2, Diplocaulus, Diplocaulus Gen 2. Also diese ganzen amphibischen Saurier sagt ja auch der Brutkasten eigentlich aus. Dann der Sarcosuchus, Purosaurus, Purosaurus Gen 2, das sind die Krokodile. Ryphosuchus ist auch das neue Krokodil, wenn ich es richtig im Kopf habe. Denundasuchus, Dimetrodon 1 und 2, Zarkorixis und wenn man Glück hat, der Megalosuchus und der Spinotasuchus. Wie gesagt, ich halte von den Angeboten nicht so viel. Und zum Schluss gibt es noch ein Angebot, hier seht ihr jetzt eingeblendet: Eine Truhe voller Münzen. 50% mehr Münzen drin, das finde ich richtig gut. Für $500, ich glaube, die werde ich mir auch holen. Und die sollte sich auch jeder von euch holen können, wegen diesen Quests. Ja, richtig, richtig nice. Hört sich erstmal gut an. Dann hatte ich es ja schon ganz kurz noch erwähnt, dass bei den Apple Stores der Brachiosaurus fangbar ist. Da ist er auch momentan exklusiv fangbar bis zum 8. August. Ich weiß es gerade nicht genau. Da gibt es ja die Partnerschaft zwischen Apple und dem Spielehersteller und es gibt wohl eine ähnliche Partnerschaft zwischen Lestle UK und dem Hersteller. Vielleicht betrifft uns dann auch was in Europa mal, dass irgendwelche gesponserten Stops kommen oder keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, lasst mich da überraschen. Wenn ich da neue Infos für euch habe, teile ich euch das natürlich mit. Vielen Dank für das Video. Für das Video. Jetzt bedanke ich mich selbst, lol. Das Hirn, es ist einfach zu warm. Sorry dafür. Vielen Dank fürs Einschalten natürlich. wünsche euch ein schönes Wochenende und dass ihr eine ruhige Ecke findet. Kühle Ecke natürlich. Wir sehen uns im nächsten Video. Mich würde es freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder ein Abo oder beides sogar und natürlich die Glocke aktiviert. Dann seid ihr auf jeden Fall auch bei dem Giveaway dabei. Viel Erfolg da allen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, ciao.